Österreich fährt mit 4 Goldmedaillengewinner und Olympiasieger und 14 Medaillengewinnern bei Olympischen Spielen zu diesen 24. Winterspielen in Beijing. In 9 Tagen ist die Eröffnung im sogenannten Vogelnest. Ein imposantes Stadion, das wir dort erleben werden. 2008 war es schon das Eröffnungsstadion für die Olympischen Sommerspiele. Beijing und China ist diesmal zum ersten Mal in der Geschichte Austragungsort von Sommerspielen und Winterspielen. Und wir freuen uns auf dieses Ereignis und mit uns freuen sich natürlich 106 qualifizierte Österreicherinnen und Österreicher, die mit dabei sind und um Olympiagold die Bewerbe bestreiten werden. 106 Athleten und Athleten sind ungefähr die gleiche Anzahl wie bei den letzten Winterspielen in Pyeongchang, wo 104 österreichische Teilnehmerinnen und Teilnehmer teilgenommen haben. In 9 Tagen die Eröffnung und übermorgen fliegt schon die erste Delegation nach Beijing. Wir haben eigens dafür eine Maschine der Austrian Airline gechartert, weil es sich allein mit dem Gepäck nicht ausgehen würde. Wir haben etwa 1800 Gepäckstücke. Und deshalb können bei der ersten Maschine auch nur 49 Aktive und ungefähr 100 Betreuerinnen und Betreuer mitfliegen. Und wir wünschen natürlich allen, dass wir möglichst oft unsere österreichische Bundeshymne hören werden bei diesen Olympischen Winterspielen. Das ist, glaube ich, der bewegendste Moment für uns alle. Wenn die Bundeshymne ertönt und eine Österreicherin oder ein Österreicher ganz oben auf dem Podest steht und den Olympiasieg feiert. Die Karten sind sehr, sehr gut. Sie haben bis jetzt in dieser Wintersaison exzellente Ergebnisse gezeigt. Alle von Ihnen, die jetzt qualifiziert sind. Sie zählen mit zu den weltbesten Sportlerinnen und Sportlern. Natürlich begegnen wir vielen anderen sehr starken Wintersportnationen. Aber Österreich hat in den letzten Olympischen Winterspielen immer einen Rang unter den 10 besten Nationen errungen. Und das wünschen wir uns natürlich, möglichst viele Erfolge, möglichst viele Medaillen und vor allen Dingen, dass sie gesund nach Peking kommen, gesund wieder zurückkommen, vielleicht noch ein bisschen ein schwereres Gepäck mithaben aufgrund der Medaillen, aber glaube, das wird uns auch die Austrian Airline verzeihen. Nochmals vielen herzlichen Dank an Sie. Euch allen wünsche ich das Allerbeste. Wir halten die Daumen. Wir haben das Privileg, mit vor Ort zu sein, euch zu begleiten. Und die österreichische Bundesregierung und der Herr Bundespräsident werden euch am Bildschirm verfolgen, wie sehr viele Österreicherinnen und Österreicher. In diesem Sinne nochmals alles Gute, vielen herzlichen Dank. Danke, dass wir hier sein dürfen. Herr Bundeskanzler, Herr Vizekanzler, Frau Ministerin, Herr Minister, alle Vorstandsmitglieder des ÖAC begrüße ich hier bei uns und natürlich alle Betreuerinnen, Trainerinnen und so weiter, vor allem aber alle Athletinnen und Athleten, die jetzt nach Peking fliegen, um sich dort zu messen mit den anderen Weltbesten. Danke, dass Sie heute vor Ihrer Abreise nach Peking, die ja schon übermorgen stattfindet, wie Sie gesagt haben, Herr Stoß, stattfindet, dass Sie noch einmal hergekommen sind. Wir versammeln uns, wie alle Fernsehzuschauer auch sehen, in relativ kleiner Runde, in viel kleinerer Runde, als wir uns das wünschen würden, aber alle wissen, warum, wegen der Pandemie. Es ist immer so eine Gratwanderung, wie viel geht noch, was geht gerade noch, was ist verantwortbar, ohne sich oder andere zu gefährden. Und es trifft ja nicht nur den Sport, sondern alle, diese Kunst, Kontakte zu pflegen, das will man ja, wenn man sie gleichzeitig reduziert. Also so kommen diese Kompromisse zustande.
Ich freue mich über jede Einzelne, jeden Einzelnen von Ihnen, der heute bei uns ist, am Freitag abfliegt und bei den Olympischen Winterspielen in der Volksrepublik China teilnehmen wird, einem Land mit einer problematischen Menschenrechtssituation. Liebe Sportlerinnen und Sportler, also man ist versucht zu sagen, dass Sie jetzt am Beginn einer Reise stehen, aber das ist natürlich falsch. Sie sind längst mitten in dieser Reise. Sie haben ja schon ein ordentliches Wegstück zurückgelegt, um heute überhaupt hier stehen zu können. Sie haben ja schon bewiesen, jetzt schon bewiesen, dass Sie zu den weltbesten Sportlerinnen und Sportlern in Ihren jeweiligen Disziplinen gehören. Und Sie haben neben Ihren körperlichen Höchstleistungen noch viel mehr gezeigt. Ich betone das bei jeder Gelegenheit, weil ich das so sehr bewundere. Dieses Durchhaltevermögen, die immense Kraft, die dahinter steckt, mental und körperlich, den eisernen Willen, den Sie haben müssen, um das durchzuhalten, den Teamgeist nicht zuletzt und die Energie, die Sie ja nicht nur im Winter, sondern auch in der Trainingszeit im Sommer immer wieder aufbringen müssen, um hierher zu gelangen, um jetzt im Konkreten an diesen Winterspielen teilnehmen zu können. Also, Sie sind jetzt im letzten Teilstück dieser Reise und werden sich dann messen mit wie viel, rund 3.000, glaube ich, 2.900 Sportlerinnen und Sportlern aus knapp 100 Nationen. Und ich glaube, Pierre de Coubertins Gedanke hinter der olympischen Idee hat nichts von seiner Gültigkeit eingebüßt, nämlich die Menschen auf der Welt friedlich zusammenzubringen, unabhängig davon, woher sie kommen, welche Sprache sie sprechen, ich weiß nicht, welcher Religion sie angehören und. Diese Idee des Zusammenhalts gehört im Grunde genommen genauso auf ein Podest wie die Gewinner in der jeweiligen Disziplin. In gewisser Weise so, wie Sie beim sportlichen Kräftemessen im Gegeneinander, nämlich in der Konkurrenz mit den anderen, auch ein Miteinander finden. Und damit sind Sie nicht nur in sportlicher Hinsicht, sondern ganz allgemein in menschlicher Hinsicht sehr schöne Vorbilder. Weil Sie entfachen damit bei vielen Jugendlichen Begeisterung und Leidenschaft für die jeweilige Sportart. Sie wecken den Sportsgeist in vielen Menschen. Ich bewundere das jedes Mal. Es gehört ja noch viel mehr dazu. Fairness und Offenheit gegenüber anderen. Das Einhalten gemeinsamer Regeln, auch wenn die anderen Konkurrenten sind. Oder auch einmal ein anerkennendes Zeichen, Zeiten von Corona vielleicht kein Handschlag, aber etwas anderes, wenn einmal ein anderer oder eine andere die Oberhand gewinnt. Und ich finde, so eine Einstellung würde uns allen gut tun, vielleicht nicht nur im Sport. Die ganze Welt wird Ihnen zuschauen. Wir werden von Österreich aus mitfiebern, wie es Ihnen geht. Wir werden Ihnen selbstverständlich ganz fest die Daumen drücken. Aber vor allem hoffe ich, dass es faire und verletzungsfreie Spiele werden mögen. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg, aber vor allem kommen Sie gesund wieder zurück. Alles Gute. Sehr geehrter Herr Bundespräsident, Herr Vizekanzler, liebe Regierungsmitglieder, Herr Präsident, Funktionärinnen und Funktionäre, aber vor allem liebe Athletinnen und Athleten. Es muss jetzt eigentlich schon ein unglaubliches Gefühl sein, oder? So knapp vor der Abreise, mit all den Gedanken, mit all dem, was dafür notwendig war, überhaupt jetzt dort zu sein, wo man jetzt ist, mit all den Erwartungen und schon dem Präsidenten hier zugehört, auch der Erwartungshaltung und gleichzeitig diese Chance zu haben, in den Wettkampf zu gehen, sich zu messen
unter ganz klaren Bedingungen und Regeln und mit dem eigenen Anspruch der Fairness. Und der olympische Gedanke, den hat der Herr Bundespräsident schon angesprochen, und wenn man in die Geschichte noch ein Stück weiter zurückgeht, dann waren die Olympischen Spiele grundsätzlich immer auch eine Zeit, wo die Waffen geruht haben. Und wir leben in Zeiten, wo das heute von Olympischen Spielen an sich nicht mehr leistbar ist. Es gibt viel zu viele Konflikte auf der Welt und gleichzeitig steht ein noch dramatischerer Konflikt für Europa unmittelbar vor der Haustür. Und dennoch ist das so wichtig, was Sie auch im Sportlichen tun jetzt für das, was der Bundespräsident beschrieben hat, nämlich den Gedanken des Friedens und des Miteinanders leben, auch jetzt in Ihrem sportlichen Wettbewerb ausdrücken. Das ist ganz viel wert. Es zeigt nämlich einerseits, dass wir tatsächlich in der Lage sind, einander zu begegnen, uns zu messen, ohne den Kampf mit Waffen zu führen, sondern den Wettkampf unter fairen Bedingungen, aus meiner Sicht die schönste Form des Kampfes an sich. Und gleichzeitig schaffen sie etwas, was auch so wichtig ist in dieser doch auch schwierigen Zeit durch die Corona-Pandemie. Sie alle haben das durchlitten, Sie alle haben Nachteile erlitten, zum Teil in der Vorbereitung, im Training, und es trotzdem geschafft. Und es ist so wichtig, dass Sie jetzt bei den Spielen teilnehmen, weil Sie auch damit Möglichkeiten schaffen, sich vom Alltag abzulenken. Die vielen, die Ihnen jetzt zuschauen werden, werden mit Ihnen mitfiebern, werden hoffen, werden bangen, werden bewundern, werden mitleiden. Und in genau diesen Momenten vergessen Sie Kummer und Gram. Und dann das Schönste an dem Ganzen ist, wenn Sie sich mit Ihnen freuen können. Das, was ich mir für Sie wünsche, ist, Spiele zu erleben, die das bringen, was Sie sich persönlich erwarten, ohne den ganzen Erwartungsdruck von den Menschen, von den Medien, von den Sponsoren rundherum, all das, was dann danach kommt, sondern dass Sie das spüren können, was für Sie so wichtig und bedeutend ist, warum Sie sich zu dem Weg entschlossen haben, Spitzensportlerin oder Spitzensportler zu sein. Das bedeutet viel Verzicht, erfordert viel Disziplin, erfordert viel Verzicht von denen, die Sie lieben, weil es auch viel Zeit braucht, um dorthin zu kommen, wo Sie jetzt sind. Und all das haben Sie im Rucksack mit zu den Olympischen Spielen. Und gleichzeitig wünsche ich mir für Sie, dass Sie zurückkommen und einfach dieses Glücksgefühl empfinden, egal wie es dann tatsächlich in den Rängen ausgegangen ist, dabei gewesen zu sein, das gemacht zu haben, wofür Sie brennen und Ihre Leidenschaft empfinden. Und das Allerwichtigste zum Schluss, ich wünsche Ihnen allen vor allem, dass Sie gesund zurückkommen und dass Sie die Freude mitnehmen, mit der Sie auch jetzt hinfahren. Alles Gute. Liebe geschätzte Sportlerinnen und Sportler, Betreuerinnen und Betreuer, Funktionäre, lieber Herr Bundespräsident, Herr Bundeskanzler, Frau Verteidigungsministerin, Herr Innenminister, ich möchte gleich mal abweichend von diesem Manuskript hier am Anfang festhalten, weil ja nicht alle hier sprechen, dass ich mich außerordentlich bedanken möchte und Anerkennung zum Ausdruck bringen möchte, was die Rolle des österreichischen Bundesheers betrifft, der Polizei, auch der Zollwache, für die Zusammenarbeit im österreichischen Leistungs- und Spitzensport. Das beschäftigt uns immer wieder mal bei den Sommerspielen, aber ich möchte es gerne auch bei den Winterspielen gesagt haben, und zwar mit aller Berechtigung. Vielen, vielen Dank. Das ist wirklich eine hervorragende Zusammenarbeit und ohne diese wären viele Erfolge wahrscheinlich aus österreichischer Sicht nicht möglich. Ja, als Sportminister, ich gehe es jetzt einmal anders an, als Sportminister kriegt man ja
viele Fragen immer vor Großereignissen. Wie viele Medaillen werden wir, also wir Österreich, holen? Wem drücken Sie besonders die Daumen? Was werden Sie sich ansehen? Welche Bewerbe, welche Sportarten, welche Vorlieben? Nun, in diesem Fall kommen noch andere Fragen dazu. Der Herr Bundespräsident hat es angedeutet. Es gibt, und zwar denke ich, akut mehrere Schwierigkeiten und Probleme, auch ausgehend und Bezug habend mit dem Austragungsort. Ich denke, sportpolitische Statements werden wir an anderer Stelle abgeben, beziehungsweise diesbezügliche Fragen beantworten. Ich darf Sie nur versichern, dass mittlerweile über 20 Sportministerinnen und Minister der Europäischen Unionsmitgliedsländer auf dem Weg sind, hier bestimmte Fragen früher zu beantworten, die jetzt immer wieder eine Rolle spielen, was auch die Vergabe von Spielen betrifft, sodass im Nachhinein die Sportlerinnen und Sportler, und um die geht es jetzt ja und speziell hier und heute, genau das tun können und sollen, wofür sie sich im wahrsten Sinne des Wortes bewerben. Und vielen, vielen anderen, es wurde gesagt, Freude bereiten, Vorbild sind und alles das, was man den positiven Eigenschaften des Sports und denen, die sie ausüben, hier zusprechen muss. Ja, eine Schwierigkeit will ich trotzdem nicht auslassen. Das ist, glaube ich, noch ein kleiner, sagen wir mal, dunklerer Fleck, der immer wieder mal auftaucht. Und das ist gerade da in Peking und mit den Vorbereitungen ein bestimmtes Problem, denke ich, das sind die Auswirkungen der weltweiten Corona-Pandemie. Sie haben schon sehr, sehr viel gemacht und geleistet. Ich weiß es von den Sicherheitskonzepten, die hier in Europa bei den Bewerben herrschen. Viele, viele, viele Tests, manche haben auch sozusagen einen positiven Test erhalten, manche vielleicht sogar Symptome gehabt. Also jedenfalls Hut ab, dass Sie alle so guten Geistes bei der Sache bleiben, trotz dieser schwierigen Situation. Und die wird ehrlicherweise vor Ort noch einmal schwieriger sein, weil dort unter Anführungszeichen die strengsten Sicherheitsvorkehrungen auf Sie zukommen. Und das mag ja im Einzelfall und im Dasein nicht immer nur erfreulich sein. Was aber sicherlich erfreulich ist, und da kann ich gleich anschließen an die Vorredner, dass Sie an was Außergewöhnlichem teilnehmen, wir teilhaben dürfen, dank moderner Medientechnik. Und so komme ich schon zu dieser zweiten Frage, na, wie viele Medaillen werden wir holen, wenn wir das dann immer mal beachten. Meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter oder das Ressort hat wieder mal akribisch recherchiert. Ich meine jetzt nicht die Medaillenbilanzen, sondern was in diesem Winter schon geleistet wurde. In 9 Sportarten, Wintersportarten, sind 37 Weltcupsiege zu verbuchen und immerhin 106 Podiumsplatzierungen. Und das ist ausgeübt und errungen von 52 Athletinnen und Athleten. Also dafür hätte ich jetzt mein Manuskript tatsächlich gebraucht. Was wir aber auch wissen, also Österreich ist eine sehr erfolgreiche Wintersportnation, was wir aber auch wissen, ist die Bilanz der Vergangenheit. Zwischen 14 und 17 Medaillen haben wir uns da eingependelt. Ich bin ein Freund von nicht zu übertriebenen Erwartungshaltungen. Aber ja, Herr Präsident, wenn wir da quasi im zweistelligen Bereich plus minus da mal anschließen können, werden Sie hoffentlich auch zufrieden sein. Was werden wir uns ansehen, was werde ich mir ansehen? Die Uhrzeiten sind einerseits herausfordernd, andererseits gerade in unserem Beruf vielleicht sogar noch ein Vorteil, weil wir schon frühmorgens Bewerbe verfolgen können. Manche sind ja dann trotzdem am späten Vormittag oder zum Mittag, so wie etwa gleich mal am ersten Wochenende, das Skispringen der Damen. Und Sie wissen, da haben wir schon mal sehr, sehr gute Chancen, ohne Namen zu nennen, weil das wäre allen anderen gegenüber, die hier schon mal sind, sehr, sehr unfair. Und damit kann ich auch die Frage beantworten, wem, ich finde die in einem Hinweis nicht so schlagstellt, sie wird aber gestellt, wem man besonders die Daumen drücken wollen würde. Na, ich und wir einmal allen, weil das ist genau der olympische Gedanke, denke ich. Und dafür und für Sie alle wünschen wir Ihnen eben sehr, sehr viel
Erfolg. Und ich weiß auch, wie schwierig es ist, oft sich dorthin zu arbeiten, wo Sie jetzt sind, und dass das auch mit Rückschlägen verbunden ist, immer wieder. Gerade habe ich wieder ein paar Gespräche führen dürfen, draußen noch, wo es immer wieder auch in den Karriereverläufen ihrerseits entsprechende Verletzungen gibt. Und das ringt mir auch großen Respekt ab und ich glaube ganz, ganz vielen. Und das ist eben auch für uns alle, für die Gesellschaft so wichtig, dass es einen Versuch zu einem Comeback gibt, dass es immer wieder gelingen kann und dass der Sport insgesamt, aber auch Sie im Besonderen, dafür stehen, dass es auch in schwierigen Zeiten immer wieder Comeback-Situationen geben kann. Das wichtigste Comeback wird aber sein, vielleicht im sprichwörtlichen übersetzten Sinn, dass Sie wieder gesund zurückkommen. Das wünschen wir Ihnen mal jedenfalls. Sie einen Teil Ihrer Träume wenigstens erfüllen können vor Ort und den einen oder anderen Magic Moment mitnehmen. Und trotz schwieriger Bedingungen gibt es also immer wieder ein Licht und wir schauen da nach vorne und dafür, dass Sie das auch ausstrahlen und dafür auch Botschafterinnen und Botschafter sind, auch nochmal herzlichen Dank. Ja, sehr geehrte Sportlerinnen und Sportler, Sie haben es jetzt gehört, gerade auch in der Rede des Herrn Bundespräsidenten. Trotz des gesamten Wettkampfeifers und der Anspannung zeigen Sie immer eines: Respekt und Anerkennung. Und damit sind Sie ganz, ganz große Vorbilder. Und ich persönlich als österreichischer Staatsbürger würde mir auch wünschen, dass Sie auch Vorbild für die österreichische Politik werden. Das sind Attribute, die ganz, ganz wichtig sind und die zeigen Sie in Ihrem täglichen Wettkampf. Und Sie werden es ganz sicherlich auch bei den Olympischen Winterspielen in Beijing zeigen. Ich darf nun für alle stellvertretend den Olympischen Eid sprechen. Im Namen der Athletinnen und Athleten, im Namen aller Kampfrichterinnen und Kampfrichter und im Namen aller Trainerinnen und Trainer und Offiziellen. Wir geloben, an diesen Olympischen Spielen teilzunehmen und die Regeln zu respektieren und einzuhalten im Geiste des Fairplay, der Inklusion und der Gleichberechtigung. Gemeinsam stehen wir solidarisch und verpflichten uns zu einem Sport ohne Doping, ohne Betrug, ohne jegliche Form von Diskriminierung. Wir tun dies für die Ehre unseres Teams, in Respekt vor den Grundprinzipien des olympischen Geistes und um die Welt durch Sport zu einem besseren Ort zu machen.